Urlaubszeit, Reisezeit, Küchtaschenzeit. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass Sie auf meinem Technikkanal und des Bedarf des täglichen Lebens, sage ich jetzt mal, eingeschaltet haben. Das sage ich mit Absicht. Und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir fahren ja nun wirklich jetzt mit Auto in Urlaub und unterwegs braucht man auch mal eine Kühltasche. Und schick soll sie auch noch aussehen und deswegen hat sich meine Frau, die sie hier ausgesucht, sucht zum Testen, weil sie wirklich noch mal so als normale Tasche sehr schön aussieht. Und dazu würde ich euch heute gerne mal einladen, uns das Video anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Und nicht gleich wieder abschalten, könnte interessant sein für den einen und anderen oder andere Herren und Dame. Weil die sieht wirklich schick aus und die hat auch, soll auch gut kühlen. Und man kriegt ein bisschen was unterwegs mit. Und zu diesem Video würde ich euch jetzt gerne mitnehmen. Und geht's ab zum Kühltaschen. Schick in schick. Check. Viel Spaß beim Video. So bekommt ihr das Ganze geliefert. Das genannt nennt sie E-Mannis. 20 Liter Kühltasche für die Dame. Picknicktasche, Lunchtasche, Mittagessen, Outdoor. Wozu man das auch immer nutzen möchte. Ich hatte sie schon mal ausgepackt. Hier ist sie in schwarz. Momentan ist sie leider nur in grau lieferbar, aber vielleicht finde ich sie noch mal wieder. So ein kleiner Zettel bei. Ist jetzt nicht sonderlich groß, aber für unsere Zwecke geeignet. Vor allen Dingen ist es so, sie hat hier noch mal eine Seitentasche. Kann man dann noch mal irgendwelche Klamotten reinpacken. Was ich cool finde, hier an den Seiten lassen sich noch Flaschen einstecken. Da auch. Wir haben eine Fronttasche. Ich bin raffetückisch, das Ding. Na, ich mache die mal auf. Hier oben können wir das Ganze noch mal zumachen. Sieht eigentlich aus wie eine Damentasche. Ein Doppelreißverschluss drin, finde ich jetzt auch sehr praktisch. Und der geht wirklich leichtgängig. Und innen ist sie natürlich schon isoliert. Das ist für uns praktisch für ein bisschen Getränke unterwegs, damit die kalt bleiben. Zeigt euch das mal. Wie gesagt, und hier Doppelreißverschluss. Geht gut zu. Ist sehr leichtgängig. Wir haben natürlich auch einen Griff zum Wegschmeißen. Alles so in Goldschwarz gemacht. So, da gucken wir mal, wo das Ganze dann hier eingehängt werden soll. Noch sehe ich es nicht. Noch sehe ich es nicht. Hier. Die sind an der Griffe. Hier sind die Seitenteile. Es dreht sich auch. Okay. Ich bin jetzt nicht der große Damentaschenfan, aber ich fand es wirklich gut. Und die ist günstig. Die kostet 18 Euro. Na, da kann man jetzt wirklich nicht maulen. Kann hier noch ein bisschen anderen Klamotten reinpacken. Das heißt, man spart sich die normale, meine Frau wird sich unterwegs die normale Tasche sparen. Das heißt, ihre Klamotten, was sie so an Papieren, Ausweis und was man alle so mitnehmen muss. Und Handy kann hier an der Seite rein. Und wir werden mal ein paar Kühlelemente holen. Packen die rein und schauen uns das mal an. Ich habe extra mir dafür unsere Kühlelemente nochmal vom Boden geholt. Ist ja jetzt nun Sommer und die packt man da rein und habe mir noch mal zwei gekauft. Hier noch mal ein schickes Schild drauf. Also optisch finde ich sie wirklich schön. Gibt es jetzt auch, wie gesagt, hier in mehreren Farben geben. In schwarz, rot, lila, grau. Momentan habe ich sie nur in grau gefunden. Wir haben sie in schwarz bekommen. Aber ich schaue, wie gesagt, ich schaue noch mal. Sonst Verarbeitung kann man auch nicht maulen. Wie gesagt, das Isolierungs, das ist normal. Aber versprochen wird uns hier immer viel und deswegen werden wir das jetzt mal auschecken. Und hier an der Seite, das finde ich natürlich auch praktisch, dass wir hier noch ein paar Fläschchen einpacken können. Gut, ich bereite das mal vor. So, ich habe mich ein bisschen, wir haben erstmal mit Kühlakkus, einen großen. Hier an der Seite, das ist für uns immer praktisch. Die haben wir irgendwo mal bekommen, das sind so kleine. Die kann man nämlich hier trotzdem noch reinpacken. Und das bleibt ein bisschen kalt, das ist ein bisschen Trick 17. Ich weiß gar nicht, da müsst ihr mal gucken. Die gibt es bestimmt irgendwo bei Kick oder in irgendeinem günstigen Laden. So, da kann man dann auch noch mal so ein kleines Kühlakkuchen reinpacken. Das bringt jetzt nicht viel.
Und wir haben hier 0,75 an Fläschchen. Packen da noch einen Kühlakku rein. Da. Zweite Flasche, noch ein Kühlakku rein. Dritte Flasche, noch ein Kühlakku rein. Und jetzt sind wir natürlich richtig heftig beladen. Ihr könnt da reingucken. Das sind 3 Flaschen plus ein Liter. Und man kriegt jetzt vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Brötchen, kriegen wir wohl noch rein. So viel macht man natürlich nicht rein. Aber es wird dann schon knapp mit den Brötchen. So, das ist schon ein ganz schönes Gewicht. Dann machen wir das Ganze zu. Und ich lasse das jetzt mal eine Zeit lang stehen. Und wir werden uns dann mal angucken, die Getränke sind wirklich warm. Na, also da ist nichts aus dem Kühlschrank. Die packt man natürlich vorher in den Kühlschrank, damit das ein bisschen länger hält. Aber so tragen lässt es sich ganz gut. Das können wir ja schon mal machen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz für die anderen Schatteken. Ich schneide das Ganze mal um und schau mal, wie ich das als Mann tragen kann. Meine Frau wird es natürlich dann so tragen. Das heißt, es bleibt im Auto. Und selbst zum Gang am Strand sehe ich mal, ist da auch nicht so viel. Da werden ein paar Dosen reinkommen. Dosen kriegt man natürlich mehr rein, aber die habe ich jetzt gerade nicht vorrätig. Wir machen mal ein bisschen Tragekomfort. Wie gesagt, ich kann nur von mir ausgehen. Dreht sich ganz gut, sehr handlich. Wie ist das mit dem Gurt? Den Gurt, der wäre schön, wenn der noch gepolstert wäre. Okay, das ist aber in Ordnung. Da ist schon ganz schön Gewicht drin. Lässt sich gut tragen. Wir lassen es jetzt erstmal stehen und dann schauen wir uns das mal an, wie kalt das jetzt wirklich wird. Also ich kriege schon ein bisschen kalte Finger, wenn ich daran der Seite fasse. Okay, dann lassen wir das einfach mal stehen und lassen die ganze Geschichte mal sacken. So, ich habe das Ganze jetzt mal locker mal 6 Stunden, das entspricht ungefähr der Fahrzeit, die wir haben werden, mit nicht kalten Getränken in der Tasche stehen lassen. Außentemperatur sind derzeit 25 Grad. Was hat die Flasche? Die hat 21 Grad. Und das Ding hat noch auch noch 21, 23 Grad. Ich muss mich jetzt beeilen. Mal gucken, um die. Wir haben in der Tasche selbst noch 17,3 Grad nach wirklich fast 6 Stunden. Das ist auch noch kalt, es ist natürlich aufgedaut. Der Saft hat eine Temperatur von, ich hätte vorher Zimmertemperatur, 18 Grad. Das Wasser ist ganz schön kühl. 15 Grad. Und die letzte Flasche nehmen wir von unten weg, die wird am kältesten sein. Auch 15 Grad. Also da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Wir können davon ausgehen, dass das echt kalt ist. Das können wir noch ein paar Mal machen. 17 Grad. Wir haben jetzt echt alles. Und innen habe ich noch eine Temperatur von 14 Grad. Also das Ding hält wirklich kühl. Jetzt muss man sich vorstellen, die Getränke sind kalt, dann könnte es noch länger halten. Gut, wir kommen jetzt zu meinem End-Review. So, da sind wir zurück von unserem kleinen Damenkühltäschchen. Also ich finde sie ja cool und auch schönen Gruß von meiner Frau. Sie findet sie auch super cool und sehr schön designt. Also man muss ehrlich sagen, es hat einige Grad runtergekühlt. Das war normal handwarm, Zimmertemperatur. Und wir haben letztendlich in 6 Stunden 17 Grad immer noch. Das hat, muss man lassen. Jetzt muss man sich das Ganze nur noch eisgekühlt aus dem Kühlschrank vorstellen. Man nimmt natürlich Getränke mit aus dem Kühlschrank und packt sie dann in die Kühltasche. Sonst bringt das Ganze ja nichts. Ne? Und dann hält es höchstwahrscheinlich auch noch länger. Also für unsere Fahrt wird es ausreichen. Und mir gefällt sie optisch und auch von der Qualität her recht gut. Da gibt es nichts dran zu machen. Deswegen wandert das Teil auch wieder, wem es interessieren sollte, in die Videobeschreibung. Das
ist ein Amazonenlink. Alles, was mit diesem Amazonenlink zusammenhängt, findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, Video ist zu Ende. Ich kann mich an dieser Stelle nur bedanken. Noch der rechte Hinweis, das ist wirklich ein Produktlink. Ein sogenannter Amazon-Partner-Link und alles darüber findet ihr wirklich in der Videobeschreibung. Ich erwähne das nur nochmal. Ja, und nächstes Video ist natürlich am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Nächstes Video ist am Start. Ne? Und ich kann mich nur bedanken fürs Zuschauen, vielleicht bedanken für den Link zu benutzen. Und kann mich an dieser Stelle fast nur noch verabschieden und sage tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Bis dahin, bye bye, euer Daniel.